Willkommen auf meinem Kanal, heute präsentiere ich euch meine Top 10 der originalen 151 Pokémon. Auch wenn ich nicht zu den Menschen gehöre, die alle Pokémon nach den ersten beiden Generationen blöd finden, muss ich dennoch zugeben, dass Rot, Blau und Gelb uns bis heute wahrscheinlich insgesamt die besten Pokémon gebracht haben. Denkt dran, in dieser Liste geht es nicht um Stärke, Aussehen, Schnelligkeit oder sonst irgendwas, sondern einzig und allein um meine Ansicht, welche Pokémon ich am liebsten mag. Ihr seid herzlich eingeladen, mir eure Top 3 der ersten 151 Pokémon unten in die Kommentare zu schreiben. Und jetzt viel Spaß mit der Liste. Den Anfang der Liste macht Dragoran. Ich bin mir sicher, Dragoran wäre bei den meisten von euch höher auf der Liste, aber lasst mich erklären, warum der gelbe Drache bei mir nur den 10. Platz macht. Zunächst gibt es natürlich viele Gründe, warum Dragoran eindeutig zu den besten der originalen 151 Pokémon zählt. Es ist der originale Drache, es war damals stark, es ist heute stark und es ist niedlich und flauschig. Für mich gibt es allerdings einen Kritikpunkt, über den ich einfach nicht hinwegsehen kann. Wenn ich mir Dragoran und Dragonir nebeneinander angucke, habe ich einfach das Gefühl, dass hier extrem viel Potenzial verschwendet wurde, und zwar rein optisch gesehen. Dragonir ist sehr elegant, es ist schön, es ist dünn, es ist königsblau und Dragoran sieht vor allem im direkten Vergleich einfach irgendwie plump aus. Es ist halt eher niedlich, knuffig und sympathisch und das ist ja auch voll okay. Aber irgendwo, finde ich, verschenkt es schon das Potenzial, was Dragonir hatte. Nichtsdestotrotz darf Dragoran natürlich in dieser Liste nicht fehlen. Auf dem 9. Platz ist direkt der nächste Fan-Favorite, und zwar diesmal der originale Wannabe-Drache Glurak. An dieser Stelle muss ich direkt was spoilern, ich wollte nicht Turtok und Glurak in diese Liste reinpacken, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, welchen von den beiden ich besser finde. Also habe ich einfach mal meine Community entscheiden lassen, ich habe auf Twitter eine Abstimmung gemacht und das Ergebnis fiel doch recht eindeutig auf Glurak. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Jetzt mal ganz egal, ob man Bisasam oder Shigi oder Glumanda am besten findet oder ob man Glurak vielleicht zu Mainstream findet. Man kann einfach nicht bestreiten, dass Glurak cool ist. Es ist ein fliegender Feuerdrache. Es hatte eine riesengroße Rolle im Anime damals. Und die zwei Mega-Entwicklungen aus X und Y? Hallo? Glurak Y mit Dürre als Fähigkeit. Mega Glurak X ist endlich ein Drache. Glurak wurde endlich zum Drache. Man kann einfach nicht bestreiten, dass Glurak cool ist. Und deshalb gehört es natürlich auch in diese Liste. Okay, ich schwöre, diese Liste besteht nicht nur aus Mainstream-Pokémon. Aber auf dem 8. Platz ist Gengar. Wem wollen wir was vormachen? Natürlich ist Gengar in dieser Liste. Es ist das originale Geist-Pokémon. Es ist seit der ersten Generation eins der stärksten nicht-legendären Pokémon, was man haben kann. Es ist fett, lila, stachelig, es grinst. Wie könnte man Gengar nicht lieben? Außerdem habe ich das Gefühl, Gengar braucht ein bisschen Trost. Ich meine, der arme Kerl hat in der 7. Generation seine Immunität gegen Boden verloren und kann jetzt von Erdbeben getroffen werden. Das steckt man nicht so einfach weg. Deshalb hier Platz 8 für dich, Gengar. Du bist immer noch cool, keine Sorge. Und mein erstes Pokémon, was man vermutlich nicht in jeder anderen Top-10-Liste auch findet, ist Aerodactyl. Egal was irgendjemand sagt, Aerodactyl ist für mich einfach bis heute das mit Abstand lässigste Fossil-Pokémon. Es ist ein prähistorischer Gesteinsvogel, aber nicht so ein blödes Federviech, sondern ein Drache. Wie cool ist das? Viel genauer kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht begründen, warum ich Aerodactyl so sehr mag. Es ist mein Lieblingsfossil, es ist schnell, es ist stark, es sieht super cool aus. Es ist einfach rundherum ein sehr gutes Pokémon, meiner Meinung nach. Außerdem ist es ziemlich witzig, im Doppelkampf Leute mit Steinhagel zurückschrecken zu lassen. Und wir sind bei der Hälfte angekommen. Den 6. Platz belegt Relaxo. Relaxo, würde ich sagen, ist aus ähnlichen Gründen in dieser Liste wie Gengar. Es ist fett, es ist knuffig und es ist einfach sympathisch. Man liest einen von Relaxos Pokédex-Einträgen, in dem buchstäblich steht, der typische Tagesablauf von Relaxo besteht lediglich aus Essen und Schlafen. Und man denkt sich nur so, Mann, warum kann ich das nicht auch machen? Außerdem fand ich persönlich es als Kind immer super witzig, wie Relaxo Ash im Anime immer so krass auf die Nerven gegangen ist, indem es einfach liegen geblieben ist, sich nicht bewegt hat und einfach gepennt hat. Das fand ich super cool, weil ich Ash nicht besonders gern mochte.
Relaxo war auch schon immer richtig stark. Früher hauptsächlich, weil man es nicht down gekriegt hat und weil es mit Icy, Donnerschlag und Feuerschlag und derartigen Attacken einfach gegen so ziemlich jedes Pokémon eine Antwort hatte. Und heutzutage kann man zum Beispiel Bauchtrommel auf Relaxo sehr gut benutzen, am besten in einem Bizarro-Raum-Team. Und dann kann Relaxo ordentlich Schaden anrichten. Ein letzter Relaxo-Fun-Fact. In seinen Pokédex-Einträgen steht außerdem, dass Kinder seinen Bauch als Platz zum Spielen benutzen. Es wird also buchstäblich als Hüpfburg benutzt. Und ja, was soll man dazu sagen? Das ist halt einfach nur nice. And his name is Machamp! Ich liebe Machomai. Kleiner Funfact zu mir, mein Lieblings-Pokémon-Typ ist Kampf. Und wenn Machomai nicht die Personifikation von Kampf ist, dann weiß ich auch nicht. Machomai basiert auf einem Gewichtheber mit dem kleinen, aber relevanten Unterschied, dass es nicht zwei, sondern vier Arme hat. Vier Arme! Das muss man sich mal überlegen. Machomai kann gleichzeitig Gameboy spielen, essen und Leute im Armdrücken abziehen. Das ist einfach mega lässig. Alle seine Pokédex-Einträge reden davon, dass es Berge versetzen kann, dass es Gegner bis zum Horizont schleudert und dass es in 2 Sekunden 1000 Schläge verteilen kann. Und wer will mir jetzt hier erzählen, dass das nicht cool ist, hm? Habt ihr außerdem mal Machomai in Pokémon Tekken ausprobiert? Weil Machomais Limit-Attacke ist so ziemlich das schmerzhafteste und gleichzeitig wunderschönste, was ihr je gesehen habt. Also, Machomai, großartiges Pokémon, absolut verdienter Platz 5. Knapp an der Top 3 vorbei, aber dennoch ein sehr solider vierter Platz, Gyarados. Gyarados ist mir schon sehr früh ans Herz gewachsen, einfach weil es was Besonderes war, Gyarados zu haben. Niemand, und wirklich niemand, hatte früher als Kind Bock, so ein blödes Level 5 Carpador bis auf Level 20 zu trainieren, wo es dann endlich mal brauchbar wurde. Aber wenn man sich dann doch dazu durchgedrungen hat, diese Knochenarbeit auf sich zu nehmen, dann war es das auf jeden Fall wert, man hatte ein Gyarados und das war einfach nur super cool. Wobei man sagen muss, dass Gyarados früher in der ersten Generation gar nicht mal so gut war, da alle Wasserattacken speziell waren und Gyarados wirklich keinen hohen speziellen Angriff hatte. Das Sinnvollste auf Gyarados war im Grunde Hyperstrahl. Und naja, das war zwar recht stark, aber wir kennen alle die Nebeneffekte von Hyperstrahl und es war natürlich auch nicht Stab. Aber in der vierten Generation mit Drachentanz und einer physischen Kaskade ist Gyarados endlich zu dem Monster geworden, zu dem es immer bestimmt war. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass Gyarados Mega-Entwicklung Wasser-Unlicht geworden ist und nicht Wasser-Drache. Also ich meine, die Mega-Entwicklung ist trotzdem cool, aber Wasser-Drache hätte einfach viel besser zu Gyarados gepasst. Aber dennoch, vierter Platz, eins der besten Pokémon von damals. Mit Starmie kommt auf dem dritten Platz direkt das zweite Wasser-Pokémon. Starmie ist wahrscheinlich etwas ungewöhnlicher in so einer Liste, würde man bei den meisten wahrscheinlich nicht finden, aber ich habe zu Starmie eine ganz persönliche, enge Bindung und ich werde euch erzählen, warum. Ich habe damals auf Soul Silver nach einem neuen Wasser-Pokémon für mein Team gesucht. Ich meine, ich hatte Morlord vorher und war mit Morlord einfach nicht so richtig zufrieden und ich wollte irgendwie ein neues Wasser-Pokémon ausprobieren, von dem ich noch nicht so viel Ahnung hatte. Und dann bin ich auf Starmie gestoßen und ich wusste tatsächlich eigentlich gar nichts von Starmie, außer halt, dass das jeder weiß, Misty hat es früher im Anime, bla bla bla. Aber wie stark Starmie war, wusste ich überhaupt nicht. Ich habe mir dann zuerst mal Starmies Statuswerte angeguckt und da fällt einem natürlich sofort auf, wow, die sind echt ganz schön hoch. Ich habe mir also ein Starmie gefangen und hochtrainiert und ich war von Anfang an einfach hellauf begeistert. Es war wie Liebe auf den ersten Blick. Wenn man noch nie Competitive gespielt hat, sondern immer nur halt einfach die Ingame-Story und das, was danach kommt, gemacht hat, ist es schon wirklich krass, wenn du dann ein Pokémon hast, was Surfer, Psychokinese, Eisstrahl und Donnerblitz lernen kann und dann auch noch einen recht hohen Spezialangriff hat, um das richtig gut ausnutzen zu können. Ich bin mit Starmie einfach durch alles durchgerannt. Ich habe mich wie der König der Welt gefühlt und ich hatte locker die nächsten 2 Generationen von Pokémon immer ein Starmie in meinem Team. Einfach, weil ich das sonst vermisst habe. Einfach dieses eine Pokémon, was alles outspeedet und sehr effektiv trifft. Ich fand's einfach großartig. Und jetzt, da ich Competitive spiele und weiß, wie gut Starmie wirklich ist, tut das dem Ganzen natürlich keinen Abbruch. Im Gegenteil, Starmie ist ein super gutes Competitive Mon. Ich glaube, es ist auch seit der ersten Generation immer im OU. Und ja, meine Liebe zu Starmie ist dadurch nur gewachsen. Starmie ist ein super cooles Pokémon und ja, mein Platz 3 der originalen 151 Pokémon.
Auf dem zweiten Platz meiner Liste finden wir das stärkste Pokémon der ersten Generation, und zwar Mewtwo. Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt ungefähr in meinem Alter sind und auch damals mit der ersten Generation von Pokémon als Kind angefangen haben, aber dieses Gefühl, als man damals als Kind Mewtwo gefangen hatte, Mewtwo, das seltenste und stärkste Pokémon überhaupt, das war einfach unbeschreiblich. Mewtwo ist einfach kein Pokémon wie jedes andere, es sticht aus der Masse heraus. Es wurde von Menschen gezüchtet, als ein Klon von Mew. Es sollte zu einer Waffe für die Menschen werden, es hat sich allerdings gegen die Menschen gewandt und ist ausgebrochen, um dann im ersten Pokémon-Film seine eigene Klonarmee zu schaffen, um zu beweisen, dass Klone besser sind als die Originale. Und dann am Ende merkt Mewtwo, dass Menschen doch nicht so schlecht sind und lernt daraus und wird gut. Es ist einfach, die Geschichte um Mewtwo herum ist einfach super spannend. Und es ist natürlich auch einfach bis heute eins der stärksten Pokémon überhaupt. Die Y-Mega-Entwicklung hat den höchsten Spezialangriffswert überhaupt. Mewtwo ist einfach eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon und wird für mich immer irgendwie sowas wie der Gott der Pokémon bleiben. Aber welches Pokémon ist auf dem ersten Platz? Welches Pokémon ist vor Mewtwo und damit in meiner Liste besser als der für mich bestimmte Gott der Pokémon? Richtig. Bisasam. Es gibt einen Grund, warum Bisasam das allererste Pokémon im Pokédex ist. Und zwar, weil es das beste Pokémon ist. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, Bisasam war damals mein Starter-Pokémon und damit das allererste Pokémon, was ich quasi selbst besessen habe. Und dadurch ist es halt einfach in meinem Herzen geblieben und auch definitiv mein Lieblings-Pokémon aus den ersten 151. Schon bevor ich mein erstes Pokémon-Spiel in den Händen gehalten habe, fand ich Bisasam irgendwie cooler als Glumanda und Shiggy. Glumanda war halt eine Echse, joa, Shiggy war eine Schildkröte. Bisasam war irgendwie was Besonderes für mich. Bisasam hat eine Knolle auf dem Rücken und es war irgendwie kein direkt definierbares Tier und ich fand Bisasam einfach interessanter als die anderen beiden. Dazu kommt sicherlich noch, dass Grün meine Lieblingsfarbe ist und dass ich schon damals als Kind ein ultimativer Hipster war und einfach nicht das nehmen wollte, was alle anderen genommen haben. Also habe ich Bisasam genommen, habe dann natürlich die ersten beiden Arenen komplett zerstört, Stein und Wasser, pfft, was ist das für Bisasam? Und wurde damit in meiner Meinung sehr schön bestätigt, dass Bisasam der beste Starter ist. Bisaknosp und Bisaflor mag ich natürlich ebenso und Bisaflor ist auch heute noch ein sehr starkes Pokémon. Entweder in der normalen Form mit Chlorophyll in der Sonne, da ist es super schnell, es hat einen richtig guten Spezialangriff und hält auch ordentlich was aus. Und die Mega-Entwicklung mit Speckschicht als Fähigkeit ist auch extrem stark. Aber ich musste für diese Liste einfach Bisasam nehmen, weil, naja, mit Bisasam hat alles angefangen. So, damit ist meine Top 10 Liste der originalen 151 Pokémon komplett. Waren jetzt natürlich viele Pokémon drin, die man wahrscheinlich in den meisten derartigen Top 10 Listen findet, aber ich denke, ein paar Überraschungen waren schon dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Das hat zwar auf YouTube schon längst keine Auswirkungen mehr, aber macht mir persönlich natürlich eine Freude. Und wenn ihr neu seid, abonniert doch meinen Kanal, damit ihr das nächste Top 10 Video nicht verpasst. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!